Die HBLFA Tirol stellt sich vor. Aufbaulehrgang für Landwirtschaft und Ernährung. Herzlich willkommen an der neuen HBLFA Tirol in Rotholz. Wer sich mit 14 für eine Fachschule für Landwirtschaft oder ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement entscheidet, hat im Anschluss die Möglichkeit, bei uns im Alter von rund 17 in 3 Jahren in unserem Aufbaulehrgang eine vollwertige Matura abzulegen. Die Schule, die Forschung wie auch das freiwillige Internat sind in diesem wunderschönen, sehr modern, mit dem Klimaaktiv-Status Gold ausgestatteten Gebäuden beherbergt. Hier in Rotholz bei Jembach, am Eingang ins Zillertal, im Unterinntal in Tirol. Ich bin Ingrid Klemmer-Koster, seit rund 10 Jahren an der HBLFA Tirol als Lehrerin tätig und habe mit 2 Kolleginnen eine kurze Präsentation zum Aufbaulehrgang Landwirtschaft und Ernährung, den es seit rund 20 Jahren in Tirol gibt, zusammengestellt. Mit dem Besuch einer Fachschule wird ein Grundstein zu einer praxisorientierten Ausbildung gelegt. Unser Aufbaulehrgang ermöglicht im Anschluss, eine vollwertige Matura abzulegen und das Wissen zu vertiefen. Die Reife- und Diplomprüfungen mit Diplomarbeit müssen in folgenden Fächern abgelegt werden. In Deutsch, in angewandter Mathematik, in Englisch und in Betriebswirtschaft und Rechnungswesen. Darüber hinaus können Fächerkombinationen aus Nutztierhaltung, Pflanzen- und Gartenbau, Ernährungs- und Lebensmitteltechnologie, Wirtschaftsgeografie und globale Entwicklung, Volkswirtschaftslehre, Geschichte und politische Bildung mit Recht und Religion gewählt werden. Mit der Matura, 3-jähriger einschlägiger Berufserfahrung und einem Fachgespräch erhalten unsere Absolventinnen und Absolventen den Ingenieurstitel. Im Zuge der Ausbildung ist ein Praktikum im Ausmaß von 4 Wochen vorgesehen, das auch im Ausland absolviert werden kann. Bei Exkursionen, Projekten und der Diplomarbeit bekommen Sie zudem Einblick in zukünftige Berufsfelder und lernen potenzielle Arbeitgeber kennen. Die Ausbildung vermittelt Ihnen solide Grundlagen für ein Studium an einer Universität oder Fachhochschule, bietet aber auch gute Chancen für den Einstieg in die Selbstständigkeit oder in qualifizierte Berufsfelder, wie zum Beispiel facheinschlägige Beratungsinstitutionen, wie zum Beispiel die Landwirtschaftskammer, Tourismus- und Handelsbetriebe, Gesundheits- und Sozialberufe, in eigene innovative bäuerliche oder gewerbliche Unternehmen, in Banken, Genossenschaften und Versicherungen. Essen. Wenn unsere Schülerinnen und Schüler nicht gerade selbst in den Lehrküchen Köstlichkeiten kreieren, besteht die Möglichkeit, in der Mensa der Fachschule der LLA Rotholz das Mittagessen einzunehmen. Und da wird besonders Wert auf regionale, saisonale und biologisch erzeugte Produkte gelegt. Lehrveranstaltungen. Wenn es die Corona-Situation wieder zulässt, werden wir unsere Bildungs-, Kultur- und Sportreisen wieder aufnehmen können. In der 1. Klasse gibt es meist eine Sportwoche in Italien oder Österreich. In der 2. Klasse gibt es eine Reise zu den EU-Institutionen in Brüssel, Straßburg oder eine Bildungs- und Kulturreise, gerne eine Reise ins fremdsprachige Ausland. Italien, Barcelona, Nizza, Lissabon und so weiter. In der Abschlussklasse geht es gerne nach Südtirol, Assisi oder man macht eine Österreich-Genussrundreise. Betriebsbesichtigungen, Theaterbesuche, Gedenkstättenbesuche und so weiter ergänzen neben externen Vortragenden das Bildungsangebot für unsere Schülerinnen und Schüler. Und bei Exkursionen, Projekten und der Diplomarbeit bekommen unsere Schülerinnen und Schüler zudem Einblick in zukünftige Berufsfelder und lernen potenzielle Arbeitgeber kennen. Wie schaut der Stundenplan aus? In der 1. Klasse gibt es 38 Wochenstunden, in der 2. Klasse ebenso und in der 3. Klasse 35 Wochenstunden. Praktische Fächer, die in Kleingruppen mit maximal 12 Personen stattfinden, sind in der 1. Klasse Lebensmittelverarbeitung, in der 2. Klasse das Chemielabor und in der 3. Klasse das Lebensmittelchemische Labor. Ansonsten bereiten alle weiteren Fächer auf die Matura vor. Unsere versierten Lehrerinnen und Lehrer unterrichten sehr gerne projektbezogen, mit hohem Praxisbezug und mit neuester Technologie. Internat. An unserer Schule ist das Internat freiwillig. Die Schülerinnen und Schüler an der HBLFA Tirol haben eine gute Work-Life-Balance. Viele Sport- und Freizeitmöglichkeiten in der Schule stehen ihnen zur Verfügung. Gesundheit, Wohlbefinden und soziales Verständnis sind wesentliche Bestandteile unserer Schule. Zum freiwilligen Internat gibt es ein separates Video, das in der Videobeschreibung verlinkt ist.
Zu den kreativen, musikalischen und sportlichen Freizeitaktivitäten gibt es ebenfalls ein separates Video, das in der Videobeschreibung verlinkt ist. Wir sind sehr stolz darauf, wenn unsere Absolventinnen und Absolventen Folgendes sagen. Wir haben viel fürs Leben gelernt, hier an der HBLFA Tirol. Wenn dein Ziel die Matura im landwirtschaftlichen und ernährungswirtschaftlichen Bereich ist, dann kannst du nach dem Besuch einer Fachschule bei uns den dreijährigen Aufbaulehrgang besuchen. Wir freuen uns auf dich!